Das ist so zwischen uns und dem Helikopterabsturzplatz. Ist irgendein komisches Zeichen, was ich nicht zuordnen kann, was das sein soll. Können wir Ja, ich uns sag mal. gegebenenfalls dann auch später mal angucken. Achtung, bei uns ist einer. Ja, Vor uns warte. sind 4. Vor uns sind 5, vor uns sind 6. Wir wechseln mal die Straßenseite. Ja, ich bin gerade mal noch. Oh, hier oben am Wald. Ja, aber ich dachte, ich bin schlau und laufe am Waldrand, aber da ist auch jemand. Weil ich dachte, dass wir vielleicht mit der Seilrutsche dann Vielleicht schnell was knallen machen rein. können. Ah, das ist nicht gut. Also ich bin auf der anderen Seite auch mit Abstand. Vielleicht können wir uns beide dran vorbei mogeln. Lauf einfach weiter. Ja, Die sehen uns bestimmt machen. nicht. Ja, mich haben sie gesehen, aber komm nicht hinterher. Alles gut. Ja. Ich will nur ganz kurz was ausprobieren. Ich meine, grundsätzlich würde es ja nicht schaden, überall so eine kleine Base zu haben, ne? Ja, da fahr ich nach. Zumindest eine kleine Pass mal auf. Hütte. Ich schau mal raus. Ich schwimme mal raus. Wenn du jetzt da hinten noch. Gut, ich weiß halt noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Kannst du mich Vermutlich. mal wieder navigieren mit dem Ding? Leicht Ich nach sehe nichts. links. Noch ein bisschen, oder? Ich sehe es halt erst, wenn du. Ja, weiter links. So wie es ausschaut. Von der Richtung, in der du gerade so unterwegs bist, dürfte es noch ein bisschen links sein. Ich navigiere dich gleich Okay. weiter. Oh, das klingt das sein. Sekunde. Ich glaube, ich hab's. Das kann nicht das sein. Oh, ich höre hier irgendwo ein Radio. Der Sound ist das letzte Mal schon aufgesammelt. An so einer Felswand ist das, an so einem Felsen da, ja, irgendwo. Stimmt. Und hier sind Schildkröten. Ich gönne mir ganz kurz die Schildkröten, weil da haben wir wieder das Wasserauffangbecken. Ich hab's losgefunden. Shiggy, es tut mir leid. Ja, genau, und da müsste die Pistole sein. Da ist auf jeden Fall einer drin. Das war mal einer von uns. Ja. GPS-Peilsender habe ich Mitnehmen, jetzt. alles mitnehmen, alles Ah was du ja, da klar. findest, ne? Jawohl, die Knarre habe ich ja. Ach, da drüben. Okay, normalerweise kannst du da herkommen. Oder halt Ja, nicht. komm du erst zurück, weil es, wie gesagt, da gibt's Haie, dass wenigstens einer von uns überlebt. Und hier ist übrigens auch noch wieder geiler Loot für uns. Unter anderem Druckerharz und eine Solarpaneele. Ich bin nicht aufs Wort gekommen. Und wir können uns hier unten eine kleine Blockhütte bauen, wenn du Bock hast. Ich habe nämlich schon eine Seilrutsche gemacht. Machen, ja, kann ja. Geplant sozusagen so. Ja. Ich würde hier aber so eine fertige machen, ne? Ja. Dann können wir hier einfach ein bisschen Holz runterlassen. Andererseits sehen die wirklich scheiße aus. Na egal. Ich kann damit erzielen. Ohohoho. Denk dran, dass wir nur begrenzte Munition haben. Ja. Soll ich erstmal mit fällen, oder? Weiß nicht, ich glaube, das geht relativ zügig. Kelvin müsste ja auch irgendwann nachkommen. Andererseits, 75 Baumstämme ist schon ein Wort, ne? Achtung! Alles gut.
Ich kann sie ja trotzdem schon runterschicken. Das ist ja kein Stress. Runterschicken kannst du auch alles schon. Aber wo ist Kelvin? Der braucht immer ein bisschen. Mit ein bisschen Glück bei so Blaupausen, glaube ich, kannst du Kelvin sogar sagen, dass er die bauen soll. Okay, ja, das brauchen wir, ne? Das soll oben mit Fällen oder was weiß ich machen. Ja, wenn wir die nur runterschicken und fällen, wäre das eigentlich Opti. Der kommt langsam. Ja, ja, kommt. Jetzt ist er da. Ich versuche den mal runterzuschicken, ob der das macht. Das wäre schon ganz geil. Kelvin, wo bist du denn? Da ist er. Kelvin, verfolg mich mal. Komm. Verfolg mich mal. Folg mir mal auf Insta. Wird ein bisschen dauern, bis er außen rumgelaufen ist. Klar, weil Kelvin jetzt auch wieder komplett außen rumlaufen muss. Ja, bis der rumgelaufen ist, ne? Ist das Haus wahrscheinlich fertig, ja. Das ist so geil. Ach, da ist er schon. Kelvin, pass auf, kannst du das Ding hier fertig bauen? Baue. Konstruktionsabschließen. Nice. Der kann es echt. Das heißt, einer von uns kann fällen, einer schickt runter und Kelvin baut. Jo. Achtung, ich komme. Nix schicken. Entschuldigung. Okay, es funktioniert trotzdem. Holger! Aua. Ich nehme zurück, es funktioniert nicht doch. Nicht trotzdem. Ich habe gelogen. Also, Hase, ich komm hoch, ja? Mach keinen Scheiß. Ja, ja, komm. Der macht das jetzt mit Absicht, wetten? Nein, mach's nicht, bitte. Danke. Ich hatte kurz Angst. Ich war kurz überlegt. So, direkt weiterfällen. Geil. Du, aber langsam ist er halt, ne? Ja, aber ist ja egal. Hauptsache macht. Und wie gesagt, wenn einer fällt, einer runterschickt, ich glaube, da haben wir trotzdem alle ausreichend zu tun. Dann da irgendwie noch ein Bettchen reinstellen, dass wir da auch nochmal pennen können. Wir wären halt wirklich überall safe, das ist voll geil. Und jetzt mit der Seilrutsche bist du da auch halt relativ schnell, wenn was ist, abgehauen. Ja, ich finde das generell jetzt viel geileres Spiel mit der Seilrutsche schon. Übel, das macht so Spaß, auch das Material zu transportieren. Das Ding ist bloß, irgendwann hast du halt keine Enterhaken mehr. Also die nächsten Seilrutschen würdest vermutlich eh du machen müssen, weil ich glaube, ich habe gar keine mehr. Müsste mal gucken. Ja, und das Ganze, entweder kann ich sie geben oder ich baue sie selber oder so. Wo kriegt man die Dinger her? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, auch aus den Kisten. Vielleicht kann man sie irgendwie selber machen, aber ich denke aus den Kisten. Zwei Stück habe ich noch. Gelegte. So, reicht das hier denn nicht langsam? Wie schaut denn das Haus aus? Braucht er noch viel? Ah ja, braucht noch ein bisschen was. Okay. Ich bring die bloß schon mal alle so ein bisschen in deine Richtung. Der ist halt echt langsam. Vielleicht lassen wir ihn Bäume fällen? Ja, war das so? Ich glaube, so viel ist es gar nicht mehr. Ich gehe jetzt mal mit runter und schau mal. Na, so viel ist nichts mehr. Okay. Weil wenn man ihn so nutzt, ist halt eigentlich schon wirklich eine geile Hilfe. Kannst du nichts sagen. Wenn er dir nicht gerade einen Baumstamm an den Kopf schmeißt, ist das ja auch eigentlich ein ganz netter Kerl. Der hoch.
hab mich doch ein bisschen verschätzt. Nimmst du ihn mit? Sag ihm, dass er dir folgen soll. Ach so. Ja, warte. Du hängst einfach am Baumstamm dran. Ach so, jetzt gehst du wieder runter. Ja. Dann gehen wir halt beide runter, ist doch egal. Kevin? Kevin. Komm mal mit. Das dauert sowieso ein bisschen. Baust du dann? Ich warte, bis er oben ist. Wenn er dann... Ach, hier unten liegen übrigens auch noch ein paar Stämme. Wenn er dann hier oben fällt, ne, kümmere ich mich drum. Und dann müsste ich eh die Plattform mal ein bisschen umbauen, dass wir da oben ordentlich landen können. Oh, das Bauen macht so, so viel mehr Spaß. Und ich bin so doof. Ich hätte ja einfach unten in meiner Liste schauen können, was wir an Material noch brauchen. Es ist schon noch ein bisschen was. Ich denke, 2 bis 3 Bäume. Ja, 2 bis 3 Bäume. Etwa 25, also Viertelstämme, 2. Baumstämme, 8. Kevin? Da. Kevin, komm mal ein Stück ran. Komm mal ungefähr hierher. Hier kannst du mal 10 Meter, würde ich sagen. Pass bitte auf beim Fällen, dass du nicht unbedingt einen von uns triffst, Kevin. Das wäre wirklich ärgerlich. Okay, ich kann diesen Haus kein Bett platzieren. Ja, weil es noch nicht fertig ist. Denke ich mal. Soll ich mal kurz mit hoch, dass mal ein paar Stämme... Nee, alles gut, alles gut. Läuft jetzt an, die Stammproduktion. Kevin ist fleißig, ich bin fleißig, ich glaube, das läuft. So, da ist ein Bäumchen. Ah, Kevin ist einfach so ein Guter. Der macht das so gut. Warum war Bauen im ersten Teil nicht so einfach? Keine Ahnung. Aber es ist richtig cool. Das ist gefühlt einfach so ein komplett anderes Spiel. Im Baumodus haben sie echt richtig geil überarbeitet. Ja. Aber ist halt dann aber wieder durchblickst, ne? Ja, es dauert ein bisschen, aber wenn du den Dreh raus hast, ist halt wirklich sehr, sehr geil. Ja, wir dürfen uns am Ende beeilen, weil ich habe keinen Bock im Dunkeln hier irgendwas zu machen. Ja. Ich möchte nicht schlafen. Ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Du denkst natürlich wieder nur ans Ausruhen, wie immer. Immer? Frech. Weißt du, während ich hier oben arbeite und Kilometergeld verdiene, steht er da unten, chillt seine Nuggets. Ja, hier, ich muss ja... Ihr werft ja die Baumstämme hier... Ich werf gar keine Baumstämme rum. Das ist Kevin, der in die falsche Richtung fällt. Aber er weiß es nicht besser. Könnt aufhören zu fällen. Meinst du? Ja. Ich lach dich aus, wenn es nicht reicht. Ich bring dir nichts mehr runter, ich schwör bei Gott. Einen brauche ich noch. Nö. Normalerweise. Nö. Pech. 2 brauche ich noch. Hopp, hält. Bin müde. Ja, Schlaf. Ist ja gut. Auf meinetwegen. Auf. Kevin, du könntest aufhören. Du kannst. Ach, weißt du was, mach einfach weiter. Dann bist du wenigstens aufgeräumt. Dann bauen wir hier einen Garten noch davor, oder? Ja, vielleicht machen wir noch Palisaden oder keine Ahnung. Sehen wir dann. Und ich will ja auch noch schnell rausschwimmen. Machst du in der Zeit das Bett? Dann schwimme ich mal kurz raus. Ach ja, und hier müsste irgendwo noch eine Schild...
Die ist schon despawned. Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Schildkröte gekillt. Wir haben da ein bisschen was zu essen und einen Schildkrötenpanzer für Dingens. Du weißt schon. Das Aufsammelbecken. So. Da ist das Bett. Habe ich gar kein Klebeband mehr? Doch, habe ich. Ja, sonst bringe ich dir gleich. Und denk dran, da wo das Radio ist, sind wieder Kisten, die wir looten können. Da war auch Druckerharz. Ja. Bitte kein Hai, bitte kein Hai. Ich verstehe auch nicht, warum wir hier nicht einfach so eine Schwimmweste mitnehmen, die wäre halt eigentlich auch extrem gut. Ich verstehe so manches nicht. Chinesisch zum Beispiel ist auch sowas, was ich absolut nicht verstehe. Und hier ist noch ein Essen, aber das kann ich auch nicht nehmen. Obwohl ich bestimmt Hunger habe. Kannst du nicht nehmen? Na, hier auf so einem Tablett. Es sieht jetzt nicht so ungenießbar aus. Einfach Baumstämme in die Hand hier. Ey. Oh, die arme Möwe ist einfach geplatzt. Aber geil, wir haben eine Pistole. Jetzt dürften ja auch die Eingeborenen nicht mehr so die Herausforderung sein, oder? Mit zwei Pistolen, ordentlich Munition. Ja, mal gucken jetzt, wie es weitergeht. Immer auf den Kopf zielen. Kann ich doch nicht. Ja, ich auch nicht, aber wir sollten es versuchen. So, okay. Und ich will eine Seilbahn zur Spitze von dem Berg und von da aus mit dem Schlitten fahren. Ja, du hast doch, da gibt es doch so einen Flug, so ein Dings auch, oder? So eine... Ich weiß nicht, ob es so einen Gleiter wieder gibt. Alter. Das weiß ich nicht. Hab ich schon gelesen, dass es einen Gleiter gibt. Gibt's? Okay. Und wir haben den ersten lilanen Punkt abgearbeitet. Voll geil. Warte mal, ich will was ausprobieren, Ah, ich hätte die Tür eigentlich gern andersrum. Weil dann könnte man die rein theoretisch von innen absperren. Aber ich glaube, das soll sie bei den Fertigen einfach nicht machen können. Das ist bestimmt mit Absicht. Ich habe uns bloß noch eine Rampe davor gemacht. Wir könnten rein theoretisch ein Fenster, brauchen wir aber eigentlich nicht. Eigentlich können wir es auch fast abbauen, weil wir sie gar nicht mehr brauchen. Das ist nur so das, was wir haben. Wie? Was? Fenstermäßig? Aber wir könnten rein theoretisch Fenster reinschlagen. Andererseits, wie gesagt, wir könnten rein theoretisch die Hütte auch wieder abbauen, weil wir sie eigentlich nicht wirklich brauchen. Ja, ich baue doch jetzt keine Hütten, dass ich sie dann wieder, wenn ich es fertig gebaut habe, wieder abbauen kann. Ich sag ja nur rein theoretisch. Was wir vielleicht wirklich abbauen könnten am Schluss, wäre die Seilrutsche einfach, dass wir das Seil weiterhin behalten. Ja, klar, klar. Seil kann ich jetzt... Mach ich gleich. Ach, mein Seil klauen? Und das nicht mit C? Klar? Nee, du musst vom Prinzip dann immer an das Ende gucken und da ist dann eine Mülltonne mit E und dann kriegst du das wieder. Okay. Nächsten Punkt, oder? Wollen wir gleich? Wie gesagt, das Problem ist bloß, für manche Punkte brauchen wir eine Schaufel und ich habe keine Ahnung, wo wir die Schaufel kriegen. Oder wir warten erstmal, bis wir hier schlafen können. Ja, können wir auch machen. Wir laufen am nächsten Tag früh los. Vor allem das Ding ist, der nächste Punkt, es sieht zwar relativ nah aus, aber es ist unheimlich weit weg. Ja, probieren. Und irgendjemand könnte ja auch googeln, wo man eine Schaufel herbekommt. Vielleicht. Guck
googeln auch noch. Ich weiß nicht, ob wir. Wollen wir das? Ich stelle mich jetzt ins Haus rein und google mal, wo meine Schaufel herbekommt. So frech bin ich jetzt einfach. Weil rein. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee und im Endeffekt, wir profitieren ja alle davon. So, mal gucken. Und ich hole Calvin mal ganz kurz, weil ich glaube, dass Calvin uns das Radio mitnehmen kann. Nix. Man hat nichts gehört. Kevin? Verdammt. Ich geh Kevin holen. Okay, ich... Okay, ich weiß wo. Ist es weit? Von da aus, wo wir sind, definitiv, ja. Scheiße. Ist es schwierig? Also ist das so unwegsames Gelände oder so? Nein, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Warte mal. Aber ich denke mal, so an einem Tag sollte man sowas hinbekommen, oder? Ja, ist klar. Wir werden jetzt keine Woche laufen müssen. So, Kevin, komm mit. Ich will mal wissen, ob der mir da unten das Radio holt. Die Seilpistole haben wir ja, ne? Ja. Und den Repeater auch. Ein was? Ein Repeater. Was ist ein Repeater? Keine Ahnung. Und vielleicht magst du das auch noch nachschauen, weil ich glaube nicht, dass wir einen Repeater haben. Ja, Repeater. Ich hätte eine Zeitbombe. Ach du Scheiße, ey. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Teil natürlich nicht haben. Okay, die Seilpistole haben wir. Ne, das Ding haben wir nicht. Warte, dann organisieren wir das jetzt. Genau, dann schauen wir nach, wo wir das Teil herkriegen. Wir cheaten uns einfach durch. Findest du sowas cheaten, wenn man sich hilft? Noch nicht ganz, oder? Also das hier... Es ist nah dran, aber das ist es noch nicht ganz, finde ich. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wenn man nur schaut, wo man was kriegt. Wir müssen es ja trotzdem selber holen. Eben drum. So, gut, ich habe alles. So, ich bin wieder da. Geil. Ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut. Nicht? Nee, warte mal, ich muss mal kurz auf der Karte schauen, wo wir sind. Am Strand. Wir sind ganz woanders. Nice. Aber das steigert die Chance auf Abenteuer. Definitiv, ja. Das ist genau am anderen Ende von der Karte. Oh, fuck. So, okay. Aber gut, wir haben eine Pistole. Und ein Lagerfeuer. Ach, das Lagerfeuer musst du jetzt, okay. Zwei Stückchen Fleisch habe ich. Müssen wir uns halt teilen. Rotten Kopf und rotten Arm. Ja, das schmeiße ich jetzt mal schnell weg. Und ich finde es auch doof, dass man sich nicht selber irgendwie Wegpunkte auf die Karte machen kann. Ja. Dass man zum Beispiel bei den grünen Punkten einfach beschriften kann, was ist was. Parallelwelten, okay. Also ein Fleisch kannst du essen. Eins ist für dich übrig. Komm hier schnell, bevor es verbrennt. Ja.